Ah, hier ist ja noch mehr Fisch. Ja, hier wurde gerade was zerlegt, ziemlich blutig. Und hier ist der Braumeister, zu dem wir sie unbedingt will. Gott war dir, Reisender, ich habe Rümsjot da, falls du die Kälte bekämpfen willst. Schön, dich zu sehen. Mit einem leisen Lächeln füllt der bärtige Elf einen Humpen an einem Fass auf und überreicht ihn dir. Das Getränk annehmen auf die Bestie des Winters. Eine von Invis blassen Augenbrauen zieht sich über einen karminsinrote Auge hoch, während sie dich ansieht. Ja, the very spirit of the place. Römsjodal-Lager, okay. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Ja, die Seele dieses Ortes, könnte man sagen. Alcohol brings a bit of oblivion upon us, if only temporarily. It's my life's work, brewing the perfect Rümsjodal. The difficulty lies in getting the right ingredients. Alkohol bringt uns ein wenig Vergessen, wenn auch nur kurzfristig. Der perfekte Rümsjodal zu brauen ist meine Lebensaufgabe. Die Schwierigkeit besteht darin, die richtigen Zutaten zu finden. Is there what you require? Kann ich dir helfen? Du sagst, du versuchst, das perfekte Bier zu brauen. I did, and I am. Though proper ingredients can be difficult to come by at the watch. Das habe ich und das tue ich. Aber in der Wacht an die richtigen Zutaten zu kommen, kann ganz schön schwierig sein. Hängt das, was das perfekte Bier ausmacht, nicht von dem ab, der es trinkt? No. Nein, er grinst. Möchtest du es näher erläutern? Not. Nein, immer noch nicht, okay. Warum tust du dir das an, wenn die Welt runtergeht? Why bother if it isn't? Because I want to. Because I enjoy the challenge. Because I love beer. Und wenn sie es nicht tut? Ich tue es, weil ich es will, weil ich die Herausforderung liebe, weil ich Bier liebe. Lächelnd legt er eine Hand auf seinen Bauch. I'm under no illusion that my work will outlast me. Or even that it will have import to anyone else. Ich mache mir nichts vor. Meine Arbeit wird mich nicht überdauern und noch weniger wird sie irgendjemandem außer mir etwas bedeuten. I lose sleep over trivialities outside of my control. Warum sollte ich schlaflose Nächte damit verbringen, mich um triviale Dinge zu sorgen, die ich ohnehin nicht kontrollieren kann? Welche Zutaten suchst du? Not merely for its taste, but as a ward against the deadly cold. Wir brauchen Riemschotter nicht nur, weil er gut schmeckt, sondern auch, weil er uns vor der tödlichen Kälte schützt. It serves well enough along the coast of the White, but further south, or here at the Watch for that matter, well, it could be improved. Entlang der Küste des Weißen erfüllt er seinen Zweck, aber weiter im Süden oder hier in der Wacht, nun, hier könnte man es verbessern. I've seen machines striding the icebergs, kiff-shaped things of metal, little impacted by the chill. I suspect them filled with some substance that keeps them warm. Ich habe Maschinen gesehen, die über die Eisberge wandern, geformt wie gestandene, aber aus Metall und unempfindlich gegen die Kälte. Ich vermute, dass sie mit einer Substanz gefüllt sind, die sie warm hält. I've more than half a mind to add a little of that, whatever it is, to the latest batch. Ich wäre mehr als interessiert, ein bisschen davon, was auch immer es sein mag, zu meiner Mixtur hinzuzufügen. Ich werde sehen, was ich finden kann. I would be indebted. Ich stünde in deiner Schuld. I've not been a warrior for many years, and the machines bear weapons and shields. Ich war seit vielen Jahren kein Krieger mehr und die Maschinen tragen Waffen und Schilde, das ist ja sicher. Were you to harvest fluid from one of them, I would happily compensate you for it, in coin or trade. Wenn du etwas von ihrer Flüssigkeit besorgen kannst, werde ich dich da gern dafür entlohnen, mit Münzen oder Waren. Er hält einen Moment hin und denkt nach. I'll accept as much of the stuff as you can bring me. I'm sure I can find some use for it. Ich nehme so viel an, wie du mir bringen kannst. Ich bin sicher, dass ich irgendwie Verwendung dafür finden werde. Ja, wie bist du hierher gekommen? Auf einem Boot. Nein, ich meine, was brachte dich hierher? Ich auch. Höflich lachen. Er nickt, verzieht das Gesicht zu einem leichten Grinsen. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Das hätte der Weltmarkt bevorstehen, aber bis dahin besorge ich dir, was du brauchst. Ja, ich kaufe das bisschen Ale, was du hast. Das bisschen Reiswein, was du hast. Und den ganzen Rümsjodder, den du hast. Na, dann wird es wohl Zeit, dass wir ins Hauptgebäude der Botenwacht gehen, weil alles andere haben wir ja schon erkundet. Beziehungsweise wir müssen noch mit ihm hier reden. Das ist der Typ, der uns empfangen hat. Ja, das ist der uns empfangen hat. Genau.
Sollen wir jetzt wieder so einen Mist abziehen wie den Zwillingsulm? Das hat uns schon genug Probleme mit Römerkant eingebracht. Gott, Vadir, ah, you must be our honored guest. Vatnir said to expect you. Bote Walbendür, Gott, Vadir, du... Ah, du musst unser verehrter Gast sein. Vatnir hat gesagt, dass man dich erwarten sollte. Der Mann steht vor seinem Feuer auf und treibt die Hände gegeneinander. Ein Lächeln zerteilt seinen fleckigen, von Eis verfärbten Bart. Not that he said I should expect so many. No matter, room will be made. Nicht, dass er gesagt hätte, ich soll so viele erwarten. Was soll's? Raum wird geschaffen werden. If there is anything you require, you need but ask. I will strive to deliver. Oh, and before I forget, a welcoming gift. Wenn es etwas gibt, das du benötigst, brauchst du nur zu fragen. Ich werde mich bemühen, es bereitzustellen. Und bevor ich es vergesse, hier ein Willkommensgeschenk. Falbendor wühlt in den Fan herum und drückt ein kleines Bündel in die Hände. Kleider des Boten und die Botenkapuze. Eine schmutzige, grob gesäumte Kapuze aus Sacklein und Leder. Ja, toll. Mache ich einen auf Leatherface. Ja, diese übereinander geschichtete Häute und Felle werden von dicken Ledernähten zusammengehalten. Sie haben Verschlüsse aus Knochen und Elfenbein und Stahlsymbole des Auerochsen zieren Arme und Brust. Da sie für das gemäßigte Klima der Bodenwacht gefertigt wurden, sind diese Kleider leichter und weniger klobig als die traditionelle Kleidung des ewigen Weiß. Du bist hier wegen deines Glaubens. Of course, aren't you? Natürlich, oder nicht? Ach ja, er hat gefragt, was ist mit dir? Ich bin hier, weil Vatnir mich eingeladen hat. Ich bete nicht für das Ende der Welt, wenn es das ist, was du fragen möchtest. Stimmt auch wieder, ich vermute auch, dass mein Glaube brachte mich hierher. Erzähl mir einfach, warum du zu diesem gottverlassenen Eisblock gekommen bist. Nehmen wir mal die zwei. Ja, it comes. Asked for or no. Doch kommt es, er fragt, oder nicht? Death walks in hand with life in the white that wends. The priests of the wheel would have you believe they follow one after the other. Der Tod geht mit dem Leben einher in dem ewigen Weiß. Die Priester des Rats wollen, dass du glaubst, sie würden einer auf den anderen folgen. It is not so. So ist es nicht. I found a rift once at the bottom of the world, and in it a camp, a clan's worth of Glamfellen, huddled and still. Their stories, their blood, their ambitions, none persevered. Ich habe einst eine Spalte gefunden am unteren Ende der Welt und darin ein Lager genug Glamfellen, um einen Clan zu bilden, zusammengekaut und still. Ihre Geschichten, ihr Blut, ihre Ziele, nichts davon besteht fort. I chase not the end, but accept its inevitability. It is a thing to be celebrated, like the ending of an epic finely sung. Vatnir understands that, so I follow his lead. Ich jage dem Ende nicht hinterher, aber ich akzeptiere seine Unvermeidbarkeit. Es ist etwas, das man feiert wie das Ende eines ausgezeichnet gesungenen Epos. Vatnir versteht das und so folge ich seinem Beispiel. A single incident hardly speaks to a fundamental truth. Ein einziger Vorfall deutet kaum auf eine fundamentale Wahrheit hin. Adolf reibt sich die Stirn und seufzt. You are correct. Every incident speaks to a fundamental truth. Du hast recht, jeder Vorfall deutet kaum auf eine fundamentale Wahrheit hin. Come, come, shake off the snow, warm yourself at the hearth. Komm, komm, schüttel den Schnee ab, wärme dich am Feuer auf. Zeig mal deine Vorräte. What I have is yours, for trade or coin, until the end comes. Was ich besitze, gehört dir, gegen Tausch oder Münze, bis das Ende kommt. Noch mehr Ale, noch mehr von dem Zeug. Ja, ich wollte meine Enterhaken mal aufstocken. Und ja, ich weiß, ich habe hier wieder Ausgaben. Feuerstein und Zunder und Brecheisen nehme ich auch mit. Hammermeißel auch. Gib mir mal all deinen Grog. Und dann nehme ich von dir noch 100 Wasser. So. Dann gehen wir mal in die Schiffsverwaltung und gucken mal nach dem Essen. Ja, das sieht schon mal recht gut aus. Wo ist der Rimsjörder? Der kommt auch da rein.
Im Augenblick kann ich das gegenseitig ausgleichen. Apfelkuchen. Nee, das ist eine verbotene Fleischpastete. Oh, nebenbei, was sagt die Kochkunst denn? Ja, Nahrung, warum auch immer unglaublich da oben ist. Bankett des Captains. Scharfe Taiwa-Spieße und Morawalen. Ja, dafür brauche ich das Fleisch und Cookie-Früchte und Kappa-Blätter, also nicht so. Speziell gebratene Hackfresse. Matrosenbrei lässt sich am leichtesten herstellen eigentlich. Ich darf nur mein Bier nicht mehr ausschenken. Könnte ich Matrosenbrei herstellen? 5 Stück. So. Meeresfrüchte eintopfen. Nö. Achso, das ist Leichenleib und verbotene Pastete. Leichenleib wird aus Gefäßfleisch gemacht. Yay. Die Beschreibung. Verfaultes gestandenes Fleisch ist kaum ein Ersatz für frischen Proviant. Es hat aber seinen Nutzen. Besonders für jene, die einen Geschmack für Fleisch entwickelt haben, das einst laufen, sprechen und fühlen konnte. Ja, als ob Schweine nicht laufen und fühlen konnten. Diese rohe Masse an Hackfleisch hat den unverwechselbaren Geschmack eines Grabes. Okay. Und das ist halt gestandenem Fleisch. Stark gewürztes gestandenem Fleisch, zerkleinert und in einer fertigen Kruste gebacken. Die starken Gewürze überdecken den widerwärtigen Geschmack, aber das Wissen wird dir immer bleiben. Nee. Hier haben wir auch noch... Vergessliche Nacht. Dieser feurige Getrunk aus verschiedenen Likören wird vom so weichmutigen Tavernengast getrunken. Gut. Glasierte Fleischstücke, die sind lecker. Rotigweinhände. Maricudia. Das sieht lecker aus. Macht Intellekt. Roher Fisch und Roggen eingewickelt in getrocknetem Feuerseetank. Viele große valianische Entdecker haben diese Speise für unzählige Reisen in ihren Speiseplan aufgenommen. Da die Zubereitung weder Herd noch Feuer erfordert. Ja, das ist auch nicht schlecht. Oh, Räucherrippen vom Rost. Ich muss mehr Gewürze kaufen, dringend. Und panierte Jasse. Dafür bräuchte ich Rumpsjotter. Aber gut. Happily. Da ist ja Rumpsjotter und Öl. Und rauszoomen könnten wir mal. No can do. Hey, ein Enterhaken. Noch mehr Gletscherjasse. Das hier scheint ein Privatzimmer zu sein, und wenn man von Gewürzen redet. Kupferabelt. Glafantale benutzen relativ große, grobe Kupfermünzen, die sie Eilt-Knoten nennen. Letztere sind aufgrund ihres großen Kupfergehalts mehr wert als ein Dürrwaldpfand. Stark der starken Heilung. Was haben wir hier drin? Der Schädel dieses Sauerochsen ist fest an diesen Holzplanken befestigt. Ihn genau untersuchen. Der Schädel scheint befestigt zu sein. Nägel wurden durch seine Rückseite in die Wand gehauen. Deine Finger hineinstecken. Dein Finger streift einen kleinen Schalter, der in der linken Augenhöhle verborgen ist. Den Schalter betätigen. Etwas bewegt sich unter den Brettern und deine Aufmerksamkeit richtet sich auf die nördliche Wand, als von dort ein Geräusch ertönt, das sich wie ein neu ausrichtender verborgener Mechanismus anhört. Ja, da einfach einzudringen, ob das eine gute Idee ist. Hier ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Dolch, ein Trank der Reinigung. Trank der Eisenhaut, Silberlusken. Überall wurden Bier verschüttet, sogar auf dem verdorbenen Essen. Ein Buch mit heiligen Symbolen hat das Chaos
Gerade so überstanden. Mhm. Kann ich das bitte wieder hochmachen? Nö, kann ich nicht. Gut.